Leute, das Video heißt Ende Gelände, beziehungsweise für mich ist jetzt Ende mit ins Gelände fahren mit meinem E-Bike. Bei 6500 Kilometer circa ist jetzt der zweite Kettensatz richtig am Ende. Und sobald es ein bisschen bergan geht, ist mit Schalten vorbei. Schaltet, was es will, und habe es jetzt lang genug rausgezögert und habe dann Teile bestellt und die sind heute hier gekommen. Was ich dazu sagen muss, ich habe noch nie einen Kettensatz gewechselt und muss auch mal daher noch ein Werkzeug dazu bestellen für mein E-Bike und das Kettenwechsel generell. Und wie gesagt, ich fahre den Busch von zweiter Generation ab 2014 mit einer 11er Shimano XT-Schaltung. Und jetzt möchte ich mal gucken, was ich dazu alles bestellt habe. Freue mich, dass das Paket heute gekommen ist. Ich habe hier bei dem Händler ja auch schon zum zweiten Mal bestellt. Und muss, also was ich wirklich sagen muss, aber erst einmal klar, die Teile waren doof. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass es immer flott geht. Also ich habe die Materialien vor, ja, nicht ganz zwei Tagen bestellt. Ich habe es abends bestellt. Und ein Tag war dann Versandvorbereitung und jetzt ist schon da. Also bin ich begeistert. Bestellt habe ich hier diese Sunrays Kassette. Die nennt sich CS-MX8, ist eine 11er Kassette mit einer Abstufung von 11 bis 42. Habe ich hier das Ritzel für vorne von KMC mit 15 Zähnen. Was haben wir noch? Ah ja, Werkzeug. Hier haben wir dann das Gerät. Entschuldigung für den Krach, aber es ist so laut, aber ihr wollt ja wenigstens ein bisschen was sehen. Hier haben wir dann für die Kassette abziehen, eine Kettepeitsche und einen Abzieher bestellt. Und dann, da bin ich mal gespannt, ob das so das Richtige ist, das ist dieses Spider-Tool für den Busch. Was haben wir hier? Ein Kurbelabzieher, ich hoffe, man sieht das alles ein bisschen mit den Lichtverhältnissen. Was haben wir noch? Eine einfache Kettenlehre. Und zu guter Letzt die Kette, die habe ich von Shimano genommen wieder, weil das die einzigste Kette war für E-Bikes, wo ich jetzt auf Anhieb gefunden habe. Ich hätte vielleicht noch länger suchen können, hätte man bestimmt noch was gefunden. Also ich will mich da nicht rausreden. Auf jeden Fall die, was ich schnell gefunden habe, und dachte ich mir, das ist auch die richtige Kette für mein Fahrrad, war diese Shimano Kette, die CNE 8011 mit 116 Glieder und Ketteschluss. Ich möchte mal gucken, ob das funktioniert mit dem Ketteschluss, und wenn es nicht so toll funktioniert, wäre ich dann wahrscheinlich doch auf eine knietete Kette umsteige ich. Das war jetzt einfach nur mal eine schnelle Lösung. Weil ich hier Laie bin, und das ist vielleicht auch jemand für andere interessant, die auch Laie sind. Mein Gott, ich kann schon ein bisschen Fahrradschrauber oder das, aber ich habe jetzt diese spezielle Arbeit eben noch nicht gemacht. Und deswegen lasse ich euch da gerne auch teilhaben an der Geschichte. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in dem Film. Ne? Aber wie gesagt, das waren jetzt erstmal die Teile. Fängt jetzt an mit dem Kettensatztausch. Bin jetzt in meiner Garage Location gewechselt, kann man nicht in die Küche machen, braucht man nicht.
Und da ich jetzt keinen Kettennieter habe, mit dem ich die Kette aufkriege, steht jetzt das Brett hier und mir wäre die Kette wohl mit der Flex öffnen. Das mache ich aber jetzt mal geschwind und dann werden wir das Fahrrad an der Galge hängen. So, das mit der Flex hat gut geklappt. Wie man sieht, liegt hier die Kette oben und die werden wir uns jetzt schön dahinter rausziehen. Zack. So, das war die fertige Kette und ich würde sagen, die brauchen wir auch nicht mehr. Zack. So, das war jetzt schon mal der erste Schritt. Als nächstes hängen wir das Fahrrad auf und dann geht's weiter. Mit dem bestellten Kurbelabzieher. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an, wie das funktioniert. Und danach werden wir das Hinterrad ausbauen und wie gesagt die Kassette wechseln und zum Schluss die neue Kette wieder aufziehen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall wird es interessant, glaube ich. Ne? Probieren wir mal die Geschichte. So, das war schon mal ein Teil. So, jetzt brauchen wir da zwei Schlüssel, was brauchen wir da geschätzt? 2x15. So, dann probieren wir das mal, wie das funktionieren soll. Also, das gibt den Kraftakt. Auf jeden Fall der Anfang. Jetzt wird es ein bisschen leichter, aber ich sage, dass es leicht geht, wäre verkehrt. Jetzt wird es gut. Pedal ausgebaut. Dann kann man den Abzieher wahrscheinlich auch gleich wieder rausdrehen. Das hätte auf jeden Fall schon mal gut geklappt. Zack. Dafür habe ich jetzt hier dieses komische Spider-Tool gekauft und hoffe, dass das jetzt auch passt. Ja. Hier ist das Spider-Tool.
Das passt. Und da ist dann schon klar, mit was, in welche Richtung das die Reise geht. So, jetzt hoffe ich, dass das einigermaßen vom Kraftschluss so ist, dass man das bewältigt kriegt. Ja, dann habe ich das Ding jetzt nach anfänglicher Falschrumdreherei endlich festgestellt, dass man es so rum aufmacht, nach rechts. Und dann ging es auch gut runter. Dann können wir auch direkt hier das alte Ritzel raushauen. Und ich würde sagen, noch mit dem. Weg damit. Das war schon mal eine Geschichte. Und dann? Und dann haben wir hier das neue bestellte Ritzel. Und das können wir dann einfach wieder hier drauf. Und mit diesem den Kälteschutz wieder festmachen. So, das war mal Punkt 1. Und den gibt es bestimmt in einer schöneren Farbe als das Schwarz. Und das wird das nächste sein. Dann geht's an den Ausbau vom Rad. Aber dafür hängen wir uns erst noch mal ein bisschen in die Höhe. Genau. Wie gesagt, jetzt muss das Rad noch raus. Et voilà, da ist das Rad. Das ist jetzt gut gegangen. So. Dann haben wir das Ding unten. So. Kettepeitsche weg. Normalerweise setzt man die Kettepeitsche ganz oben an, aber das Zahnrad ist, das Ritzel da oben ist so ausgelutscht, dass es überhaupt nichts mehr gezogen hätte und dann ist mir das dauernd aufgesprungen. Dann habe ich es halt irgendwann mit Zahnrad angesetzt, wo ein bisschen besser hebt. So, jetzt können wir dann vorsichtig die alte Kassette da entfernen und dann hat die Aussage, die alte Kassette gehört
einfach. Und so mit auf der Schrot. Dann ist das unser Ausgangspunkt. Hier drin ist die neue Kassette. Wie gesagt, wie vorhin das auch schon gesagt, ist die von der Hersteller heißt Sunrays und ist also wirklich deutlich günstiger als das Original von Shimano. Der neue Lockring drauf. Ich habe an dem Ding kein Drehmoment dran, also mache ich das nach Gefühl. So. Läuft gut durch, würde ich sagen. Bombe. Ja gut, was mir an der Sache auch gut gefallen ist, wenn ich zum in die Fahrradwerkstatt gehe, dann guckt er mich an und freut sich und sagt zu mir, okay, bis in 14 Tagen haben wir Zeit für dich. Also zumindest schon in der Saison, im Winter ist das wieder eine andere Geschichte, aber während der Saison ist das immer ein Problem. Dann höre ich immer, dass ich halt ewig Zeit habe, bis er braucht, bis er wieder mal dazu kommt, mich zu bedienen. Freue ich mich auf ihn, er hat ordentlich Kundschaft und hofft, dass ein bisschen viele, die es nicht können, die es nicht probieren möchten und auch nicht können. Aber wir probieren es, wir können es. Letzten Endes hat es funktioniert bis jetzt. Klar mit Anlaufschwierigkeiten, weil man es zum ersten Mal macht. Aber wenn ich hier halt beim Discount abstelle, dann habe ich am Donnerstag oben bestellt, um 8. Am Samstagmorgen kam die nette Dame von der Post, hat mir mein Paket übergeben und am Samstagmittag stehe ich hier schon in meinem kleinen Werkstättle und montiere meinen Kettensatz und das finde ich natürlich auch eine tolle Geschichte. So, wie gesagt, das Hinterrad ist jetzt drin und jetzt müssen wir noch letztendlich die Kette drauf kriegen und dann hoffen wir, dass die Geschichte wieder ordentlich funktioniert und wir wieder schön den Berg hoch zu fahren können, ohne dass man immer hört klack, 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 klack. Und das geht's ja. Also wie gesagt, ich gucke jetzt mal, wie die Kette sieht und die wird hier im Karton sein. Das war's, Kette-Schluss. So. So sieht das Kette-Schluss aus. Seht ihr nicht? Ich sehe es. Ich kann es euch aber auch hier nochmal in die Kamera halten. So sieht es Kettenschluss letzten Endes aus. Also wie gesagt, wenn ich das nicht so mache, wie ihr Profis das macht, dann finde ich das auch noch nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, dass ich Leute, die keine Profis sind, ein bisschen Mut machen kann, dass man das auch trotzdem ganz gut hinbekommen kann. So, dann kommt jetzt hier noch das Kettenschloss dran.
richtig? Nee, verkehrt natürlich. Das geht jetzt. Das sollte jetzt eigentlich relativ zügig vonstatten gehen. Also, abschließend möchte ich noch dazu erklären, weil das ist schon immer ganz drauf auf dem Film. Das Ketteschloss habe ich letzten Endes schließen können, indem ich die Hinterradbremse mit einem Kabelbinder arretiert habe, vorne am Griff, und dann mal mit mehr Kräfte gedreht ins Pedal, und dann ist das auch easy eingerastet. Ich habe den Tipp bekommen vom Arbeitskollegen, das so zu machen, das hat astrein funktioniert. Danke nochmal für deinen Tipp. Und danach war noch ein bisschen Feingestiere an der Schaltung dran, weil das nicht ganz gestimmt hat mehr mit der Anschläge hinten, also oben und unten. Aber gut, letzten Endes habe ich es auch hinbekommen. Abschließend werde ich es nochmal machen. Ja, absolut. Hat sich rentiert, habe ordentlich Geld gespart, habe Spaß gehabt. Wie schon ein paar Mal erwähnt, das ist super flott gegangen, habe keinen Termin abwarten müssen, etc. pp. Und jetzt läuft wieder alles. Und ich habe gutes Gewissen, dass ich mich was dran getraut habe. Das kann ich euch auch noch empfehlen. Einfach mal ausprobieren. Wenn es gar nicht ganz funktioniert, könnt ihr immer noch in die Werkstatt gehen und es dann in die Hand geben. Aber habt das wenigstens probiert, und es ist wirklich kein Hexenwerk. Also ihr schafft es, bin ich mir ziemlich sicher. Also bedanke ich mich jetzt erstmal nochmal fürs Zuschauen. Und wie gesagt, denke, ich sag's immer wieder, auch an der Peter Lustig, auch die Kiste mal wieder abschalte und selber was erlebe. Bis die Tage. Ciao.